Andi Ongemach ist verliebt. Andreas Ongemach, 29, buhlte 2019 um das Herz von Bachelorette Gerda Lewis, 28, vergebens. Und auch im selben Jahr bei Bachelor in Paradise konnte Andi nicht die große Liebe finden. Jetzt hat er eine Frau an seiner Seite gefunden, und die dürfte Dating-TV-Fans auch nicht ganz unbekannt sein. Ich kenne den Weg nicht, aber ich weiß, dass du das Ziel bist. Annika Körner ist die Frau an der Seite von Bachelor-Boy Andreas. Die 33-Jährige ist ebenfalls eine Dame aus dem Bachelor-Kosmos, die stellvertretende Empfangschefin nahm 2018 an der ersten Staffel Bachelor in Paradise teil und datete dort Sebastian Vobe. Ihr Liebesglück fanden beide nun offenbar jedoch nicht in Dating-Formaten, dafür beieinander. Man sagt, viele Wege führen nach Rom. Ich musste viele Wege gehen und Umwege bewältigen. Nun bin ich angekommen. Du bist mein Rom, mein Zuhause, schreibt Annika zu ihrem Instagram-Post. Und auch Andreas, der vielen als Lustig-Duo mit Kumpel Oggi in Erinnerung blieb, findet ganz romantische Worte für seine Herzensdame. Ich kenne den Weg nicht, aber ich weiß, dass du das Ziel bist, schreibt er dort.